Herzlich willkommen, Freunde, zu der Quest Tschüss Blüte. Yep. Mit einem Kamezin-Kuropeko. Jo, die zwei haben zwar mal wieder eine Quest aufgemacht, aber das interessiert uns ja mal wieder recht wenig. Ja. Wir nehmen. Ja, komm, also die sollen froh sein, dass wir sie da durchziehen. Jo, sie kriegen kostenlose Mats, weil sie können. Weil die machen eh nicht viel. Ich werde mir aber Def. Essen, ganz ehrlich, weil ich weiß, wer uns da besuchen kommt. Achso, du hast ja zu mir gesagt, als Empfehlung, ich soll mit Dungbomben vielleicht mal mitnehmen. Oh. Hast du keine mehr? Nein, 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 ich habe gerade nur eine kleine Überlegung gemacht. Rosa Ratian hat die gewone-hitted. Oh. Deswegen gleich eine Dungbombe drauf, sobald unser Gast kommt. So, jetzt muss ich nur herausfinden, wo sind meine Dungbomben? Ich kann dir auch welche geben. Ich nehme einfach normalen Dung mit. Geben. Kannst du auch werfen, wa? Nein. Nicht? Nein. Ich hab davon. Okay. Ich hab über 100. Egal, ist egal. Komm. Starten wir. Hab mir auch nochmal 10 mitgenommen. So, 20 Dungbomben lang hoffentlich, um den Kamezin-Kuropeko umzuhauen in der Zeit. Ich meine, das spawnt erst nach 5 Minuten, unser Gast. Aber der Kuropeko kann doch den eh rufen, wie blöde. Mhm. Und das Schlimme ist, der Kamezin-Kuropeko ruft noch öfter. Huch, wo bin ich denn gestartet? Ach, in der Geheimen, also bei der Forscherstelle. Okay, er kann wirklich nur Dummbunken werfen, okay. Hab ich gesagt. Wie danke. Ganz ich ehrlich. Ich hab gedacht. Nicht so. Ja, ich wollte sagen, man kann. Ich hatte die Erinnerung, dass man auch normalen Dung werfen konnte. Vermutlich. So. Oh, Herkodroma habe ich. Ah, zumindest kein Wasserkampf, fällt mir gerade ein. Wir sind im Flutwald und haben keinen Wasserkampf. Ab dafür! Ich war in der Forscherstelle, deswegen habe ich erstmal Käfer und so gesammelt. Ich habe ihn gefunden. Lass mich raten, er ist auf dem Wasserfall oben drauf. Ja. Gut. Also selber Spawnstelle wie offline. Boah. Kommt mir so vor, ist er groß. Keine Ahnung. Müsste eigentlich genauso groß sein wie ein Kuropeko. Ist ja nur gefährt. Aber ich mag den Kamezin Kuropeko irgendwie. Sieht irgendwie cool aus. Wie so ein Kanarienvogel. Ja. Ist doch cool. Da hinten prügelt sich ein Kelpie mit einem Jagia. Sehe ich gerade. Mhm. Oh! Achso, stimmt, du machst ja Schockangriffe. Richtig. Und da kann. Oh, das war ein Flash. Ah, okay. Der castet. Das castet der Angriff-Buff. Ja. Und der castet auch nicht so lang. Und guck mal! Besuch ist da. Au, 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 au! Geh weg! Scheiße, ich hab durch die Beine geworfen! Wie prophezeit! Hast du ihn getroffen? Nein. Jetzt hab ich getroffen! Aua! Dafür habe ich voll die Schelle bekommen. Uah. Aber du weißt ja, Dungbomb braucht einen Moment, bis der weggeht. Aber ja. Ich könnte den ablenken, wenn ihr den Kamezin-Kuropeko macht. Ich habe den offline schon besiegt. Die anderen sollten sich lieber darauf konzentrieren, auszuweichen. Ganz ehrlich, das ist mir vollkommen Wurst, was der Kamezin-Kuropeko jetzt kurz warten muss. Solange die ausweichen. Weißt du, ich werde jetzt gegen den Dämon-Joe kämpfen. Dann könnt ihr den in Ruhe machen, den Kamezin-Kuropeko. Ja, das ist kackegal, weil sobald der Kamezin-Kuropeko ihn ruft, ist der Dämon-Joe sowieso unterwegs hierher. Ja, aber der kommt auch selbstständig. Der kommt euch hinterher. Der kommt trotzdem die ganze Zeit auch von allein, das ist halt. Weil der will den Kuropeko eigentlich fressen. Ich will also mal wissen, ob der online stärker ist als offline. Ja. Na, no, es kommt her, kann man sich den Kuropeko. Was macht der Elektroklatsche? Na, tut weh, wa? Oh, die haben den umgeworfen. Aua. Ideale Gelegenheit zu chargen. Aber das habe ich mit Xandel gemacht bei der Quest. Das hat ganz gut funktioniert, dass einer den abgelenkt hat, nämlich deswegen mache ich. Und so viel Schaden macht er mir nicht.
Aber er hat Hunger. Ne? Na? Hungrig? Fühlt sich an, wie als hätte man ein Loch im Bauch, wenn man so mit jemand wird. Oh oh. Ja. Oh mein Gott, die haben aber ganz schön viel Schaden, die zwei. Wie gesagt, der Bogenschütze. Fuck it! Er hat ihn gerade gerufen, glaube ich. Oh oh! Nein! Aua! Hat mir voll mit dem Schwanz einen gesehen. Ist natürlich ein bisschen problematisch ohne mein Cha-Cha mit dem Heilen. Bogenschütze im Nahkampf, ich sag nix. Die Sache ist, wenn er jetzt rausgeht aus der Base, ist er instant in Dämon-Jo drin. Kuropeko haut ab. Er fliegt in deine Richtung. Wow. Oh, ich wünsche, ich hätte mein Cha-Cha hier. Schnell mal nachladen. Hä? Kuropeko hier jetzt? Ja, hab ich doch gesagt, der fliegt in deine Richtung. Oh. Okay, Dämon-Jo haut ab. Nee, doch nicht. Warte mal, dann gebe ich dem Dämon-Jo eine Dungenbombe. Okay, ich wollte gerade eine Sturmbombe auspacken. Ich hab nicht. Was hab ich denn jetzt Nee, doch, ich hab getroffen. Was hab ich denn jetzt gefuttert? Ja. Ich hab einen Megatrank aussehen gefuttert. Ein Heal. Nein. Das kannst du knicken, mein Freund. Ja, doch. Ja, zu spät. Wenn Dämon-Jo jetzt aggro wird, ist unser Kleiner da echt. Das ist nur Verarsche. Er macht's trotzdem. Ich hab einfach weiter drauf gehauen. Der Schütze soll da weg. Dämon-Jo haut ab. Ja, super. Ein Dungbomben-Vorsuch, ganz ehrlich. Naja, wenn dich einer mit Scheiße bewerben würde, würdest du auch nicht da bleiben. Naja, das ist ja eigentlich so gedacht, dass die ja dann keinen Appetit mehr haben. Und deswegen abhauen. Ey, dieses Nilpferd attackiert den einen. Aua. Ja, der humpelt schon. Der Bogenschütze ist so useless, ganz ehrlich. Der macht auch keinen Schaden mit seiner Waffe. Geringfügig Schaden. Das Blöde ist, ich habe meine komplette Wetze gegen Dämon schon verbraucht. Oh, der Schnabel kaputt. Das sieht so brutal aus. Der arme Kerl. Bitte flieg nicht zu dem, Anjo. Geh sonst wohin, aber nicht zu dem. Nein. Verdammt. So. Er fliegt hoch. So, also wenn wir es jetzt schaffen, den in dem Bereich zu töten, dann haben wir, glaube ich, Ruhe vor dem Anjo. Der Dämon-Jo muss jetzt erstmal zwei Ebenen wandern. Okay. Kann das sein? Ah, der ist wahrscheinlich ganz hoch geflogen. Der ist in die Richtung hier geflogen. Mehr kann man ja nicht sagen. Ist er bei dir? Ich denke mal, er ist zum Nest hoch. Ich guck mal nach. Ja, hier ist er schon mal zumindest nicht. Na gut, dann kann er eigentlich nur ein Nest sein. Ich hab noch verringerte Death wegen dem scheiß Dämon-Jo. Okay, der Dämon-Jo muss jetzt ganz schön weit wandern. Oh, ich hab ihn. Oh, legst du dich schlafen? Weh, du schießt jetzt direkt was drauf. Ich will erst mich hin platzieren können. Wenn er schläft, ballert man nicht einfach drauf. Dann wartet man eigentlich, bis die ganze Gruppe da ist, damit man draufballern kann. Oh nein, der platziert fast Bomben, da einer. So ein Arsch. Okay, ich bin da. Ich würde ein bisschen Abstand von der Fassbombe nehmen. Hey, ich will eigentlich Truftchargen, deswegen. Ja, wenn die Explosion abbekommst. Ja, mach doch, egal. Go. Los, Bogenschütze. Mein Angriff hat ihn erledigt. Oh Mann. Ich dachte eigentlich, dass der Schütze jetzt auf die Fässer schießt, damit das Vieh aufwacht. Aber nö.
Oh, ich hab Flügel. Jetzt hat er nur noch einen. Ja. Ich hab auch einen Flügel. Jetzt hat er gar keinen mehr. Ich hab noch einen. Wo hattest du noch einen Flügel? Hat er versteckt. Vielleicht bei hier hinten, der Schwanz. Das finden sie vielleicht auch als Flügel mit. Das hat zumindest die Ähnlichkeit. Das sieht hier vorne immer so schrecklich aus, wenn das abgeplatzt ist. Ja, das ist voll grausam. Das ist eine Tröte. Voll grausam. Und das arme Vieh. Das arme Vieh. Ich mag den Kuchen. Komm schon. Erdkristall. Yay. Kann sein rostiger Schwertball machen. Ja, klar. Och Mann, ich durfte nicht mal mehr einen Käfer sammeln. Oh, ach ja, genau, ich hatte ja Rätselamulette oben im Forscherbereich gehabt. So, mal gucken, was es zur Endausbeute gibt. Bei mir nicht viel. Oh, einen wunderbaren ja. Schnabel habe ich bekommen. Ich habe auch einen. Der Schnabel ist praktisch. Bei dem Voltstein habe ich bekommen. Jo, Voltstein, das brauchst du fast für jede Elektrowaffe, die du aus dem Lagiakus machst. Sonst kann man diese, muss man sich die bei dem farmen. Richtig. So. Mal gucken, ob du jetzt deine dringend endlich hast. Ja, genau, das wollte ich jetzt noch gucken, weil wir haben alle Quests bis auf zwei Erntemissionen bei mir. Warte mal, du müsstest. Ich bin ja jetzt mal. Oh gespannt. Ja, ich hab was, ich hab hier einen Text dafür. Ich bin mal gespannt, ob du jetzt den lauten Nachbarn hast. Warte mal, ich gehe jetzt erstmal hier mit dem besoffenen Heini reden. Gut, ich habe es nicht durchgelesen, ich habe einfach nur durchgedrückt. Ich habe meine dringende Quest. Guck mal bei den anderen Ständigern, ob den lauten Nachbarn was wird. Ich will mal wissen, ob das wirklich die Folge ist. Ja, ich habe einen. Okay. Ich habe die Quest. Okay. Wollen wir den auch noch machen, oder? Naja, gut, erstmal beenden wir den Part. Ja, erstmal beenden wir den Part. Also, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Mehr als erwartet.